Ah, willkommen in meinem bescheidenen Spielzeugladen, meine Gruselfreunde. Kann ich euch für eine Superboy-Actionfigur begeistern? Nein? Oh, wie wäre es dann mit einem Hexenbrett? Perfekt zum Kontaktieren von verstorbenen Verwandten. Auch nicht? Ich denke, ich hätte da noch etwas ganz Besonderes. Schaut her. Ist sie nicht eine hübsche Puppe? Oh, keine Sorge, sie wird euch nichts tun. Allerdings erinnert mich ihr finsterer Blick an eine Geschichte. Seid ihr bereit für etwas zum Gruseln? Dann hört gut zu. Creepypasta. Molly the Dolly. Audrey Parvis wurde dieses Jahr 10 Jahre alt. Der 8. Mai fiel auf einen Sonntag und es war Samstagnachmittag. Audrey war ziemlich schlecht darin, Andeutungen für Wünsche zu machen, also brachte ihre Mutter sie zu einem 99-Cent-Laden und ließ sie ein Geschenk für sich aussuchen. Schau dich in Ruhe um und sag mir, sobald du etwas gefunden hast. Ich bin gleich hier bei den Büchern, sagte Audreys Mutter zu ihr. Ein bisschen Schnickschnack hier, etwas Kurioses da. Es war ein uriger kleiner Laden. Audrey konnte sich nicht entscheiden. Es gab so viele Auswahlmöglichkeiten. Gerade als sie sich mit einem Stoffhasen zufriedenstellen wollte, entdeckte sie etwas im Schaufenster des Ladens. Es war eine schöne, alte, viktorianische Puppe mit braunen Haaren und braunen Augen, dazu ein rotes Kleid, verziert mit blauem Schmuck. Oh, die ist so hübsch, sagte sie, während sie die Puppe bewunderte. Fröhlich hüpfte sie zu ihrer Mutter herüber und tänzelte mit der Puppe umher. Miss Parvis hob die Puppe ebenso fasziniert empor, wie es Audrey zuvor getan hatte. Wow, sowas kann man in einem einfachen 99-Cent-Geschäft kaufen. Die kannst du dir kaufen, Kleines. Sie reichte sie wieder zu Audrey, die zu dem alten Kassierer rüberrannte. Ich hätte gerne diese Puppe, bitte, fragte sie höflich. Der alte Mann schielte die Puppe an und sprach: Oh nein, so eine Puppe möchtest du bestimmt nicht haben. Was? Doch, ich will diese Puppe. Er schüttelte nur den Kopf und sagte: Nun, ich verstehe, aber es ist... Er murmelte den Rest seiner Worte in seinen Bart hinein. Sie nahm die Puppe vom Tresen und hielt sie ganz doll fest, als Miss Parvis für ein paar Bücher bezahlte. Sie verließen das Geschäft und Audrey konnte die Augen nicht von der Puppe lassen. Solche kunstvollen Charakterzüge, die mit einer perfekten Genauigkeit eingearbeitet waren. So eine wundervolle Puppe brauchte einen Namen. Molly. Ihr Name ist Molly. Sie umarmte die Puppe innig, während sie auf dem Weg nach Hause waren. Als sie zu Hause eintrafen, hatte sie nach genauerer Betrachtung einen Fehler bemerkt. Molly besaß einen zusätzlichen Finger an ihrer rechten Hand. Audrey fand das zwar merkwürdig, aber auch, dass nichts perfekt war. Nachdem sie den gesamten Tag mit ihrer Puppe gespielt hatte, war es um 9 Uhr Schlafenszeit. Da die Puppe aus Porzellan war, ließ Audrey Molly auf dem Tisch im Wohnzimmer sitzen, um nach dem Frühstück wieder mit ihr spielen zu können. Ihre Mutter gab ihr einen Gute-Nacht-Kuss und ging die Treppen runter in ihr Schlafzimmer. Audrey träumte Herrliches, wie sie mit einer lebendig gewordenen Molly auf einer Wiese spielte und sie gemeinsam unglaublichen Spaß hatten. Dann wachte sie auf. Sie hörte ein Klappern. Winzige, aber hörbare, klappernde Schritte. Sie wuchsen an Lautstärke, als würden sie sich Audreys Zimmer nähern. Dann war da noch ein schrill klingendes Gemurmel. Audrey hörte auf zu wimmern und lauschte der Stimme ganz genau. Ersten Stufe, Molly auf der zweiten Stufe, Molly auf der dritten. Audrey weigerte sich, weiter zuzuhören und schrie auf. Mama! Mama! Die winzigen Schritte tapsten davon, als Miss Parvis in das Zimmer ihrer Tochter stürmte. Was ist los? Mami,
Ihre Mutter seufzte, unzufrieden darüber, mitten in der Nacht geweckt worden zu sein. Sie nahm Audrey mit sich ins Wohnzimmer und schaltete das Licht an. Molly hatte sich keinen Zentimeter von ihrem Platz entfernt. Ihre Mutter ging wieder ins Bett und sie ebenfalls zurück in ihr Zimmer. 30 Minuten lang konnte sie sich ausruhen, bevor der Singsang und das Klappern wiederkehrten. Der Gesang ging nun bis nach der dritten Stufe. Molly auf der vierten Stufe. Molly auf der fünften Stufe. Molly auf der sechsten. Wieder rief sie nach ihrer Mutter und beharrte darauf, dass Molly diejenige war, die diese Geräusche von sich gab. Ein weiteres Mal nach Molly zu schauen, ergab keine Veränderung. Audrey Veronica Parvis. Allmählich habe ich genug von diesem Theater. Molly ist eine Puppe. Sie kann nicht gehen, sie kann nicht reden. Und es gibt nichts, wovor du Angst haben müsstest. Audrey schaute Molly ängstlich an. Je länger sie starrte, desto mehr sah sie etwas Böses in Mollys Gesichtsausdruck. Ich muss morgen Überstunden abarbeiten und du musst in die Kita. Also bitte, leg dich schlafen und vergiss Molly einfach. Sie wird am Tag nicht mehr so gruselig aussehen. Okay, Mami. Missmutig kletterte sie die Treppe hoch zu ihrem Zimmer und legte sich ins Bett. Sie schaffte es, etwas zu schlafen, bis das Klappern und Singen zurückkam. Der Gesang ging über die sechste Stufe hinaus und fuhr fort. Molly auf der siebten Stufe. Molly auf der achten Stufe. Molly auf der neunten. Mami? Sie konnte nicht anders, als nach Hilfe zu rufen. Ihre Mutter antwortete nicht. Molly auf der zehnten Stufe. Molly auf der elften Stufe. Mama! Schrie sie. Aber es folgte nur Schweigen als Antwort. Molly auf der zwölften. Die nächsten Sekunden ihres Herzschlags waren voller Stille. Es war der polternde Türknopf, der die Stille durchbrach. Die Tür öffnete sich mit einem Knarren. Da stand sie, Molly, mit einem Küchenmesser in der Hand, voller Blut. Audrey krabbelte unter ihr Bett in der Hoffnung, dass Molly sie nicht gesehen hatte. Molly ermordete Mami. Molly ermordete dich. Sie griff Audrey an den Haaren und zog sie unter dem Bett hervor. Sie richtete das Messer auf das weinende kleine Mädchen und sagte: Molly in deinem Zimmer. An der Ecke vom Cedar Boulevard auf der 24. Avenue sitzt Molly immer noch im Schaufenster des 99-Cent-Ladens, der immer noch vom selben alten Mann betrieben wird. Sie wartet auf den Nächsten, der ihrem Charme zum Opfer fällt. Nun hat sie 8 Finger an ihrer Hand. Ja, ja, das war die Geschichte über die Puppe Molly. Porzellanpuppen können so zerbrechlich sein, und wenn sie erst einmal kaputt sind, sollte man sich nicht an den Scherben schneiden. Nebenbei bemerkt, war es äußerst unverantwortlich vom Verkäufer der kleinen Audrey, diese Puppe trotzdem zu verkaufen, wenn er doch über Mollys nächtliche Spaziergänge Bescheid wusste. Oder war er vielleicht der Erschaffer dieser Puppe? Sagt mir, Gruselfreunde, hattet ihr mal ein Spielzeug, vor dem ihr euch gefürchtet habt? Oder habt ihr Angst vor Puppen? Bis zu unserer nächsten Schaudergeschichte vergesst eure Dauerkarte nicht. Kommt wieder, wenn ihr euch traut.